Ein Bergsteiger, der die erste Reihe nie wollte, die erste Reihe nur selten nutzte und die erste Reihe auch bis heute eigentlich meidet. Ein Bergsteiger, der ganz anders ist als die meisten der bisher vorgestellten Legenden und das, obwohl er wohl zu den größten Helden gehört. Heute bei Legenden im Porträt, Hans Kammerlander. Viele von euch haben sich schon seit längerem mal wieder eine Folge Legenden im Porträt gewünscht. Deshalb dachte ich mir, machen die Berge heute mal einen Tag Pause und wir holen wieder die Legenden vor den Vorhang. Nächste Woche geht es dann wieder um einen Berg, welchen verrate ich noch nicht. Hans Kammerlander ist am 6. Dezember 1956 in Ahornach in Südtirol, Italien geboren. Dort wuchs er in äußerst bescheidenen Verhältnissen auf, die dem einfachen und bäuerlichen Leben in Südtirol jedenfalls entsprachen. Allein war er nicht, denn mit 5 Geschwistern war immer viel los. Wie üblich in diesen Zeiten war Hans Kammerlanders Kindheit von 2 Dingen geprägt: Schule und Arbeit. Vormittags Lernen in der Schule, nachmittags harte Arbeit auf dem Hof. Der Schulweg war natürlich zu Fuß zu bewältigen. Die SUVs waren zu diesem Zeitpunkt nur 3 Buchstaben. Auf seinem Fußweg begegnete ihm eines Tages ein Touristenpaar. Die wollten auf den großen Moosstock. Hans war selbst noch nie auf dem großen Moosstock, aber er wusste, wie man theoretisch hochkommen würde. Denn die Zeit erlaubte es ihm nie, die Berge zu erkunden. Freizeit ein Fremdwort. Doch diesmal, angefixt durch die beiden Touristen, folgte er ihnen. Sein erster 3000er war damit bestiegen. Mit 8 Jahren. Und das mehr oder weniger allein. Dabei hat er einen völlig neuen Blick für die Welt bekommen. Die Welt hört hinter dem Moosstock nicht auf. Ganz im Gegenteil, je höher man steigt, desto größer wird die Welt hinter dem letzten Hindernis. Aber nicht nur das war ein wichtiger Faktor. Auch die extremen Abenteuer waren entscheidend. Nicht die eigenen, sondern vor allem die Fremden. In seiner Kindheit probierten nämlich 3 Alpinisten etwas recht Waghalsiges. 3 Sachsen versuchten sich an der Durchsteigung der großen Zinne im Winter. 17 Tage lang waren sie in der Wand mit ihrer schwierigen Route beschäftigt. Täglich wollte Hans über das Radio Updates hören. Doch zu diesem Zeitpunkt war der große Alpinismus für Hans Kammerlander noch weit weg. Erst mussten noch schwierigere Herausforderungen abseits jeglicher Touren überstanden werden. Herausforderungen wie der Tod der Mutter, als er 10 Jahre alt war. Die Familie war damit neu aufzusteigen. Ein wichtiger Teil der Familie, auch ein wichtiger Teil des Hofs, ging damit von ihnen und das Leben sollte sich ab diesem Punkt ändern. In den Jahren danach begab sich Hans immer öfter in die Berge. Er wurde zum Ausbrecher aus dem System, das so eng war. War oft unterwegs, wo viele sich nicht trauen würden, weiterzugehen. War waghalsig unterwegs, sodass sich die Familie sorgte. Das führte dazu, dass ihn sein 10 Jahre älterer Bruder zum Klettern mitnahm, damit er den Umgang mit dem Seil und Sicherungsmöglichkeiten versteht. All das führte dann langfristig dazu, dass Hans Kammerlander Bergführer werden wollte und diese Überprüfung damals mit Anfang 20 auch bestand. Doch hatte er ein maßgebliches Problem. Er war unbekannt. Der Bergführer, den niemand kennt, der wird auch nicht gebucht. So musste er weiterhin auf dem Hof arbeiten, in der Familie weiter tätig sein und auch einen Beruf als Kranführer, den er gelernt hatte, antreten. Unglücklich war er nicht, aber glücklicher war er in den Bergen. So nutzte er letztlich vor allem die Freizeit, um die Berge zu erkunden und zu besteigen. In einer Form, die so in den Dolomiten gänzlich unüblich war. Er ging nicht auf Berge, er rannte, so schnell es ging. 1600 Höhenmeter mit Kraxelpassagen inklusive in gerade mal einer Stunde. Das waren sportliche Leistungen, die so extrem waren, dass sie auch heute noch im High-End-Bereich liegen. Aber auch beim Klettern ging es nicht ohne Superlative. Die kleine Zinne, solo, ohne Seil, im 6. Schwierigkeitsgrad, als erster Mensch aller Zeiten zu erreichen, die Eiger Nordwand zu durchsteigen, Wand nach Wand in seinem näheren Umfeld allein und teilweise als erster Mensch zu besteigen. Darunter machte es Hans Kammerlander nicht. Doch berühmt wurde er mit diesen Aktionen nicht wirklich. Aktionen, die heute Nachrichten füllen würden. Doch das war Hans Kammerlander noch nie. Er rannte nicht in den Medien oder den Radiosendungen hinterher. Er rannte auf die Berge. 1983 gab es dann eine Gelegenheit, die Hans Kammerlander nicht nur nutzen konnte und sollte, sondern fast schon musste. Reinhold Messner war am Telefon und fragt, ob Hans nicht mit ihm auf den Cho'oyu steigen möchte. Nicht irgendwie und so einfach wie möglich, sondern im Winter. Aufgrund der Schneemassen scheiterte der erste Versuch. Der zweite Versuch wenige Monate später hingegen gelang. Und auch wieder nicht irgendwie, sondern über eine Westwand-Variante, die vollkommen unbekannt war.
Und danach sollte es für Hans Kammerlander erneut wild werden. Reinhold Messner fragt ihn erneut, ob er ihn begleiten wolle. Hans betrachtet Reinhold in dieser Zeit als Lehrmeister, als jemand, an dem er sich für seine eigenen Maßstäbe messen kann und viel mitnehmen kann. Es ging um eines der bis heute waghalsigsten Projekte des Alpinismus, die Überschreitung von Gascherbrumm 2 und den Hidden Peak, auch Gascherbrumm 1 genannt. Zwei Achttausender während einer Tour. Ein kleiner Abstieg, um dann erneut in die Todeszone aufzusteigen. Unglaublicherweise gelang das direkt auf Anhieb, doch zu einem hohen Preis. Die Qualen, die die beiden während dieser Tour durchlebt haben, haben die beiden nachhaltig verändert. Auch Werner Herzog, ein Teilnehmer und Unterstützer der Expedition, merkte danach, dass diese extreme Tour, die am Limit des Möglichen war, Spuren hinterließ. Doch es war der Anfang einer Idee. Die Idee war, die Berge nicht so zu besteigen, dass man möglichst schnell und einfach oben steht und sich feiern lässt, sondern alle Berge immer so zu besteigen, dass man das Maximum an Abenteuer und Erlebnis ausfassen kann und der Berg eine Herausforderung bleibt. Diese Idee zog sich bis zum heutigen Tag durch seine Besteigungsgeschichten. Die Annapurna bestieg er als erster Mensch zusammen mit Reinhold Messner durch die Nordwestwand. Den Daulagiri schafften sie noch im selben Jahr 1985 in nur 3 Tagen vom Basecamp bis zum Gipfel. Und am Makalu 1986 probierte er etwas völlig Verrücktes für diese Zeit. Nachdem er und Reinhold Messner am 26. September 86 am Gipfel des Makalus standen, hatte er bei der Rückkehr bei Lager 1 eine Idee. Er fährt mit den Skiern von Lager 1 bis zum Basecamp. Das änderte vieles, denn von nun an war das Besteigen von hohen Bergen mit Skiern eine neue Idee, die Hans Kammerlander bei so vielen Bergen wie nur möglich umsetzen wollte. Am Lhotse, der ebenfalls 1986 bestiegen werden sollte, war das jedoch kein Thema. Hier sollte die berühmte Ära zwischen Reinhold Messner und Hans Kammerlander enden. Reinhold Messner hatte sein Ziel erreicht, er bestieg alle 14 Achttausender der Erde, Hans Kammerlander jedoch nicht. Ein Dorn im Auge war das für ihn aber nicht, denn die 14 Achttausender waren gar nicht sein Ziel. Sein Ziel waren spannende Touren, spannende Abenteuer und exotische Orte auf noch exotischere Weise zu erreichen. Dennoch war nun ein wichtiger Faktor in der Planung und Organisation weggebrochen, sodass Hans nun allein seine Wellen schlagen musste. So auch 1990 am Nanga Parbat. 1990 bestieg er zusammen mit dem Schweizer Diego Welling den Nanga Parbat erfolgreich, jedoch mit einem spannenden Ausrüstungsgegenstand auf seinem Rücken, seinen Skiern. Es gelang ihm als erster Mensch aller Zeiten, einen Berg mit den Skiern abzufahren, und zwar von oben bis unten über 8000 Meter. Und danach stand der Manaslu an, ein Berg, an dem Hans Kammerlander erstmals lernen musste, wie hart der Berg eigentlich sein kann. Am Weg zum Gipfel gab es immer wieder Wetterprobleme. Das Team bestand aus Kammerlander, Mutschlechner und Großgrubatscher. Brachen sie allesamt in einem kleinen Wetterfenster auf, jedoch kehrte Grubatscher früh wieder ins Lager zurück. Auch wenige Stunden später, als die beiden Bergsteiger am Weg zum Gipfel wieder vom Schlechtwetter und Sturm eingeholt wurden, mussten auch sie umkehren. Doch Grubatscher war weg. Er hat sich am Weg zum Zelt verirrt und wurde knapp unterhalb des Lagers tot gefunden. Als Mutschlechner und Kammerlander dann abbrechen und das Lager verlassen wollten, holte sie das Schicksal erneut schneller ein, als sie mit den Skiern abfahren konnten. Mutschlechner wurde im sich schnell anbahnenden Gewitter von einem Blitz direkt getroffen und starb an Ort und Stelle. Kammerlander überlebte, doch die Spuren dieses Dramas sitzen bei ihm bis heute tief in den Knochen. Er kehrte am Tag darauf in das Basislager zurück. Nach dem Manaslu machte er in den Alpen eine Pause vom Höhenbergsteigen. Seine Erfolge sorgten hierzulande für große mediale Aufmerksamkeit. Auch dank Reinhold Messner gelang ihm ein Aufstieg in die medial beachtete Alpinistenszene. Aber das gelang ihm natürlich auch ganz allein. Zum Beispiel am Matterhorn, wo er innerhalb von 24 Stunden alle 4 Grate des Matterhorns besteigen wollte und ihm das auch noch gelang. Zmuttgrat hoch, Hörnligrat runter, Furkengrat hoch, Leongrat runter, Leongrad hoch, Hörnligrad runter und nicht zuletzt Hörnligrand hoch und runter. Um 23.30 Uhr erreichten die beiden Bergsteiger Kammerlander und Wellig die Hörnli-Hütte. Eine Leistung, die bis heute zu den größten sportalpinen Leistungen in den Alpen zählt. 1994 kehrte er aber in den Himalaya zurück und besteigt Broad Peak und Shishapangma. Dann ging es auf den Everest. Der Everest sollte sein größtes skifahrerisches Projekt aller Zeiten werden. Er wollte vom Gipfel bis ins Basislager mit den Skiern abfahren. Doch auch der Aufstieg sollte schon unfassbar werden. Denn am 23. Mai 96 startete er im vorgeschobenen Basislager. 3 Stunden später erreichte er bereits den Nordsattel. Bereits um 1.15 Uhr war er auf einer Höhe von 7.450 Metern angekommen. Und um 9.40 Uhr,
also nicht mal 17 Stunden nach seinem Gipfelstart, stand er am Gipfel. Absolute Rekordzeit am Everest. Doch dann die harte Feststellung. Guter Schnee im Aufstieg ist oftmals schlechter Schnee in der Abfahrt. Durch diese Feststellung musste er oft mit den Skiern abklettern und die Fahrten unterbrechen, um lebend das Tal erreichen zu können. So konnte seine Abfahrt nicht als die erste durchgehende Abfahrt vom höchsten Berg der Welt gewertet werden. Ein Schmerz, den er zu verkraften wusste. Und nachdem er 2000 nach mehreren Anläufen auch den K2 erreichte, erkannte er eines sehr deutlich. All diese Berge sind jetzt bestiegen. Es gibt keine schwereren 8000er mehr als den K2. Er ist fertig. Aber er wollte noch nicht fertig sein. Deshalb setzte er sich ein neues Ziel. Nachdem der K2 der zweithöchste Berg der Erde ist und gleichzeitig zu den schwersten hohen Bergen der Welt zählt, hat Hans Kammerlander 1 und 1 zusammengezählt. Wie sehen eigentlich die zweithöchsten Berge der Welt so aus? Die 7 Second Summits quasi. Ein Ziel, das so bisher niemand kannte und er erst aus dem Boden stampfen musste. Die 7 Summits waren uninteressant. Viel interessanter war die zweite Reihe. Das, was Hans Kammerlander viele Jahre als kleiner Bub in Südtirol und oft auch an der Seite Reinhold Messners sein musste. Die zweite Reihe der höchsten Berge der Kontinente, die 7 Second Summits. Innerhalb von 4 Jahren hat er die 6 verbliebenen zweithöchsten Gipfel der Kontinente bestiegen. Den K2 bereits 2001, Ojos del Salado 2009, Batian 2009, Diktao 2010, Puncak Trikora 2011, Mount Tiri 2012, Mount Logan 2012. Eine Leistung, die ihm so nie wieder jemand nachgemacht hat. Die Logistik, die Organisation, die Routenfindung, all das ist bei den 7 Second Summits um ein Vielfaches schwieriger und zweifellos die größere Herausforderung als die eigentlichen 7 Summits. Denn durch die Tatsache, dass er diese Berge erstmals näher erkundet hat und teilweise auch als erster Tourist aus Europa sich für diese Berge im Detail interessierte, stieg auch das allgemeine Interesse an diesen Bergen selber. Doch selbst das vor den Vorhang bringen von Hans änderte wenig. Denn die Berge der zweiten Reihe waren noch immer äußerst schwierig. Allen voran der K2 und auch der Diktao. Und bis heute sind diese Berge äußerst selten bestiegen. Entweder weil sie selbst auf dem leichtesten Weg nahezu unmöglich sind oder eben weil sie wirklich niemand kennt. Hans Kammerlander zählt sich immer zu den Fair Means Bergsteigern. Zu Recht kann er diesen Titel tragen. Flaschensauerstoff hielt er für Doping. Seine Expeditionen waren dennoch erfolgreich, weil er auf Geschwindigkeit und kleine Teams setzte. Er ist und war einer der wichtigsten Bergsteiger der Geschichte. Und auch abseits der höchsten Berge der Welt hat er Meilensteine gesetzt und Maßstäbe festgelegt, die teilweise bis heute noch dafür sorgen, dass sich absolute Spitzenalpinisten die Zähne daran ausbeißen. Und gleichzeitig wusste er und vor allem Messner, wie man es vermarktet. So zum Beispiel auch 1991, als Hans Kammerlander und Reinhold Messner die Region Südtirol in das Zentrum der Aufmerksamkeit bringen wollten. Sie schlossen sich zusammen, um medial die Region zu stärken. Dafür absolvierten sie in 40 Tagen 100.000 Höhenmeter und 300 Gipfel. Das Ungewöhnliche an ihm ist bis heute, er ist eigentlich kein Mann der Öffentlichkeit. Er führt heute interessierte Menschen auf den Moosstock, dort, wo eine Geschichte des Unglaublichen einst begann. Auch wenn Hans Kammerlander das Rampenlicht sehr fern liegt, soll er es hier und heute bekommen. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass sein Buch 7 Second Summits eines der besten Bergbücher der Welt ist, meiner Meinung nach. Hans Kammerlander ist ein äußerst begabter Schriftsteller und er arbeitet die Details seiner Erlebnisse unfassbar gut aus. Ich nutze dieses Buch sogar tatsächlich für die Tourenplanung, weil die Erzählungen so gut sind und so detailreich, dass man seine Geschichten als Tourenberichte lesen kann. Und das konnte kaum jemand bis heute so gut und so schön verschriftlichen. Ihr findet sein Buch unten als allerersten Link in der Videobeschreibung. Wenn euch die kleine Special-Folge zu Legenden im Porträt gefallen hat, schreibt mir das bitte doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr übrigens auch noch eine Idee für ein anderes Special eines Tages habt, auch das gerne in die Kommentare. Ich bin natürlich für alle Ideen offen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.